A3.0. Die nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt ABCD eines Rotationskörpers mit der Rotationsachse MS. Dieser Körper dient als Muster zur Herstellung einer Praline. Die Praline besteht aus Schokolade und einer kugelförmigen Cremefüllung. Der Anteil der Schokolade am Volumen der Praline beträgt 89%. Es gilt, MS sind 5 cm, MN 2 cm und Winkel ADM sind 71,6 Grad. Runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. A3.1 zeigen Sie rechnerisch, dass für die Strecken MD und AN gilt. MD sind 1,7 cm und AN sind 1,0 cm. So, als erstes würde ich einfach mal empfehlen, wieder die bekannten Größen in diese Skizze einzutragen. Wir kennen MS, also ist die Höhe des kompletten Gebildes hier, sind 5 cm. Wir kennen MN, das ist nun dieser kleine Teil, den schreibe ich jetzt hier mal rein, halt nur 2 cm, mal vielleicht mit großen 2, so. Und Winkel ADM mit 71,6 Grad. Okay, das ist alles bekannt. Weiter geht's. Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Strecken MD und AN gilt. Stürzen wir es erstmals auf die MD, das ist die hier oben. Wie kann ich die jetzt berechnen? Nun, bewährtes Prinzip. Wir schauen uns an, in welchem Dreieck diese Strecke liegt und versuchen über bekannte Sätze diese Strecke auszurechnen. Die Strecke MD liegt im Dreieck SMD. Das ist rechtwinklig, damit funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Pythagoras werden wir nicht brauchen, weil die Strecke DS nicht bekannt und auch nicht gesucht ist, als einer der beiden anderen. Wenn das der Winkel ist, liegt gegenüber des Winkels die Gegenkathete und am Winkel an liegt die Ankathete. Gegenkathete und Ankathete sind bekannt und das deutet natürlich auf den Tangens hin. Also können wir für die Strecke MD Folgendes sagen. Tangens des Winkels, das war hier der ADM, ist gleich Gegenkathete durch Ankathete, also MS durch Ankathete war die gesuchte MD. Bekannte Größen einsetzen. Tangens von 71,6 Grad ist gleich MS waren 5. Und MD ist gesucht. So, wie kann ich das jetzt auflösen? Entweder ich habe einen Solver in meinem Taschenrechner, der mir das ausrechnet, oder aber ich muss das per Hand umformen. Das bedeutet, ich multipliziere die Gleichung mit MD, dann wandert es auf die linke Seite rüber und teile gleichzeitig durch Tangens 71,6 Grad. Dann erhalte ich folgende Gleichung. MD ist gleich 5 durch Tan 71,6. Das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner ausrechnen und damit komme ich auf die gesuchte 1,7 cm Streckenlänge. So, jetzt noch die Strecke AN. Schauen wir uns oben in die Zeichnung nochmal an. Die Strecke AN liegt hier unten drin, liegt parallel zu DM und damit gibt es zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Entweder ich sehe diesen Winkel hier und weiß sofort, wie groß der ist, nämlich Winkel an parallelen Geraden, Z-Winkel oder F-Winkel oder Stufenwinkel, also sind die beiden gleich groß und ich kann das gleiche Spiel nochmal erneut machen mit dem Tangens. Oder wenn ich anders lustig bin, kann ich auch sagen, ich sehe hier einen Vierstreckensatz, DM zu AN ist gleich SM zu SN, also lange Strecke geteilt durch kurze Strecke, hier lang geteilt durch kurz, ist gleich, nehme ich andere Farbe, lang geteilt durch kurz. Welches davon ich nehme, ist vollkommen egal, funktioniert beides. So, ich nehme jetzt mal spaßeshalber den Vierstreckensatz. Also folgt daraus, ich fange wieder mit der unbekannten Strecke an, also AN geteilt durch die passende Strecke dazu ist MD, ist gleich. Und jetzt, ich habe jetzt mit der kurzen Strecke angefangen, also muss ich auch hier mit der kurzen Strecke weitermachen. Das wäre die Strecke SN geteilt durch die Strecke SM.
So, bekannte Größen einsetzen. AN ist gesucht, lasse ich stehen. MD waren 1,7 cm, habe ich gerade ausgerechnet. SN, schauen wir uns das an. Hier ist die Strecke SN, die komplett ist 5 cm. MN ist bekannt mit 2 cm, also bleiben für SN logischerweise noch 3 cm übrig, geteilt durch SM. Und das war die komplette Strecke mit 5 cm. Also sieht der Fehlstreckensatz so aus. Hier kann ich jetzt wieder solvern oder per Hand umformen. Das heißt mit 1,7 multiplizieren. Damit folgt AN ist gleich 3 Fünftel mal 1,7. Das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner ausrechnen. Und dann kommt die gesuchte Größe von 1,0 cm heraus.